Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fallout 4 und wir nehmen mal den Prototypen mit. Ausgezeichnet. Ich dachte, sein Prototyp wäre eine Art von Synth und nicht einfach hier so ein Ding. Am Ende des Ganges ist ein Aufzug. Auf dieser Seite des Minenfeldes sollte es deutlich einfacher sein, gegen die Chromschädel zu kämpfen. Okay. Oh, voll die geile neue Pistole. Ich kann es kaum abwarten, jetzt nach Hause zu gehen und die aufzubessern. Hast mir immer wieder einen Schreck. Was ist hier los? Jengels, der Mondaffe, verstehe. Forschungsterminal. Haben wir hier nochmal? Was ist hier drin? Haarklammerbox. Ich will da rein. Ich will da rein. Ja, der Ede will da rein. Noch ein Terminal. Einsteiger entsperren. Do it. Ganz schön viel Hacking hier drin. Bunch, ein Treffer. North. Passt. Auch ein Treffer. Money. Passt mit dem O. Passt da mit dem U. Mit dem N. Cool. Finde ich aber krass, dass es jedes Mal fürs Entsperren 12 EP gibt. Egal wie schwer das war. Ich hätte gedacht, dass schwereres Entsperren auch mehr EP geben sollte. Finde ich. Diese Haarklammerbox. Die wollte ich haben. Die wollte ich haben. Raus hier, Dogmeat. Du blockierst immer den Weg, ey. Was ist denn hier los? Nuka-Cola, Impro-Pistole, Kronkorkenvorrat, nimm ich. 22 Stück, wie viel haben wir? 6500 Kronkorken. Wir sind reich, Leute. Reich. Ist ja auch nicht so, als wäre das hier wie in, wie heißt das andere Spiel? Skyrim. Wo man immer Sachen kaufen muss, Häuser und so. Und Einrichtungen. Ist ja, streng geheim. Switchboard-Forschung, streng. Steam-Nachricht. Kümmern wir uns gleich drum. Bericht Abschnitt 1091-1092. Zusammenfassung. Die PAM-Initiative trägt bereits Früchte. Ausländische Mitarbeiter berichten, dass die korrektiven Maßnahmen in der Region der Formosa-Straße bereits zu einer umfassenden Stabilisierung der Lage nach dem Pascal-Zwischenfall beigetragen haben. Die ersten Interaktionen des PAM-Kerncodes haben die Effektivität des Programms deutlich erhöht. Aber ohne drastischere Maßnahmen ist mit sinkenden Gewinnen zu rechnen. Das Team fordert eine Verdoppelung des Budgets für das kommende Geschäftsjahr. Mit zusätzlichen modernsten Datenbanken können wir die Rechenleistung von PAM verdreifachen. Darüber hinaus muss die PAM-Initiative vollständig dem militärischen und zivilen Geheimdienstapparat angeschlossen werden. Diese beiden Punkte sollten uns gegenüber den Chinesen einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Okay, gespeicherte Mitschriften. Oh ja, sind nur drei. Ich wollte mich gerade schon wieder beschweren. 19. Juni 67. Pam, lass das Szenario UdSSR China-Angriff ablaufen. Bearbeitung läuft. Frage. Welches Ziel verfolgt der Vorsitzende mit diesen hypothetischen Fakten? Eroberung. Programm ausführen. Deine Antwort folgt keiner Logik. Nach einem idealen nuklearen Erstschlag würden dennoch 59% des amerikanischen Nukleararsenals für einen Gegenschlag übrig bleiben. These, was zerstört ist, kann nicht erobert werden. Pam, Vorsitzender Cheng handelt nicht immer logisch. Er trifft nicht nur logische Entscheidungen. Wir haben das eigentlich schon hinter uns. Achtung, menschliche Varianz führt zu einem höchst fehlerhaften statistischen Modell. Pam, Programm ausführen. Achtung, Achtung, Notfallabschaltung. Verdammt, wir haben sie verloren. Ausschalten. Haben wir die Absturzprotokolle? 17. Dezember 75. Könnten Sie bitte für den General wiederholen, was Sie mir eben gesagt haben? These, chinesische Tarntechnologie übertrifft unsere Möglichkeiten bei weitem. These, der chinesische Geheimdienstapparat ist groß genug, um umfangreiche Forschungsprojekte vor amerikanischen Agenten geheim zu halten. Folgerung, die Chinesen führen zu 91% groß angelegte Experimente mit Tarntechnologie durch. Groß angelegt? Wie meinen Sie das? Was haben Sie für Möglichkeiten? Amerikanische Projekte mit dieser Technologie, Bezug auf Stealth Boy, beschäftigen sich lediglich mit der Nachkonstruktion erbeuteter Hai-Gui-Anzüge. Die wissenschaftlichen Grundlagen, auf denen diese Technologie aufbaut, ist unbekannt. Allerdings deutet die sogenannte Geisterflotte, über die von den Stationen A31 und B19 bereits im November berichtet wurde, darauf hin, dass bereits erste Tests mit tauchfähigen Fahrzeugen durchgeführt wurden. Großer Gott, meinen Sie etwa, die haben Tarn-U-Boote? Eine zweite Näherung ist ergebnislos. Erklärung, die Logikkette dieser Annahmen enthält zu viel Varianz. Es werden weitere Daten benötigt. Sie können mir also noch nicht mal eine Einschätzung geben? Mensch-Maschine-Schnittstelle abgebrochen. Tut mir leid, Sir. Wir versuchen, einige Ihrer Fehler zu beheben. Pam, nun, sie wird bei zu viel Rätselraten richtig stur.
Stur, sie ist eine Maschine. Sir, mit jeder neuen Version wird sie merkwürdiger. Ich werde diesen Tarn-U-Boot-Mist auf keinen Fall den Vereinigten Stabschefs erzählen. Es sei denn, es gibt Beweise. Es wäre absolut lächerlich, auch nur anzunehmen, dass die Chinesen an so etwas Großem gebastelt hatten, ohne dass wir da schon Wind bekommen. Seit 3,1 Jahren sind nahezu keine belastbaren Hinweise aus der Provinz Shaanxi gedrungen. Allerdings verzeichnet die Provinz einen drastischen Anstieg bei den Importen komplexer Polymere und weiteren wichtigen synthetischen Stoffen. Die Menge, um die es geht, entspricht den Zahlen der Tarntechnologieforschung auf Makroebene. Bis Sie mir etwas Konkretes liefern können, will ich kein gottverdammtes Wort mehr über die Sache hören. 28. Januar 77. Offizielle Aufzeichnung. Da ist es. Mach weiter. Zieh die Kabel raus. Sie ist frei. Sind Ihre Daten noch intakt? Das wissen wir erst, wenn wir sie hochfahren. Mensch, Maschinenschnittstelle wurde aktiviert. Meine Güte, sie funktioniert. Die Zahlen sehen gut aus. Analyse dieses geografischen Punkts im Raum wird gestartet. Ach so, oh, Sie ist wirklich da drin. Unfassbar, dass es wirklich passiert. Nach allem, was sie im Juli getan hat, wie ich gehört habe, wird sie vielleicht ins Weiße Haus geschickt. Bewertung abgeschlossen. Guten Tag, Dr. May und Dr. Ramarijan. Die Schnittstelle macht sich wirklich gut. Wenn sie es laufen lässt. Hast du gesehen, wie viele Zyklen Malcolm dafür braucht? Pam, führe die Hauptfunktion aus. DEFCON ist aktuell bei 3. Die Wahrscheinlichkeit für einen steigenden Gefährdungsgrad liegt in diesem Monat bei 12%. Um die globale Stabilität zu erhöhen, sind unterschiedliche Strategien notwendig. Ich werde dem General mitteilen, dass Pam einsatzbereit ist. Okay, und das war's. Okay, seht ihr, jetzt erinnere ich mich auch wieder, dass das, dass die Pam war aus... Von Anbei zu... Oh, dumm. Eieiei, das hat gesessen. Ochi weh. Ach, war eine Kryomine nur. Alles gut. Nur ein bisschen frisch. Meierlockfleisch. Da haben wir sehr, sehr viel von, Leute. Seid nicht so geizig immer damit. Guten Tag, wie geht's denn? Na? Du sind... Warum hab ich denn so eine schlechte... Oh, warte mal. Wir können mal... Ach, seht ihr? Warte mal, Klippo. Wir müssen jetzt nämlich erstmal... Hahaha, habe ich nämlich vergessen. Wir müssen jetzt massiertes Feuer skalen, meine Freunde. Was soll bestätigen? Pachung. Alt, nächster Rang. Uiuiuiui. Geil. So, mein Freund. Und jetzt gibt's mal auf den Kopf. Schii, guck mal, wie hoch. Geil, Arthur. Richtig genatzt. Richtig gut. Hihihihi. Ihr, arme Beatrice. Ja, darf ich hier noch das Terminal benutzen? Ich werde, wenn möglich, den verursachten Schmerz minimieren. Ist hier noch einer? Aufzug mit Energie versorgen, bitte. Energie zum Aufzug umleiten, abgeschlossen. Und können wir noch Türme anschmeißen? Bitte seien Sie vorsichtig. Oh, das war... Mann. Bin immer so ungeduldig. Enter muss ich drücken. Enter. Ach, die sind... Okay, dann brauchen wir es auch nicht. Wo ist er denn? Wo bist du denn? Ach, da drinne. Na, du? Hallo? Wolltest du mich gerade schlagen? Finde ich aber nicht nett. Muss ich dich leider töten. So. Kommst du? Dicken? Also der Prototyp war also eine Dings-Aktion hier. Ging es also um Unsichtbarkeitsgeschichten und so. Ich öffne mal den Bücherschrank, okay? Hallo? Sind wir jetzt im Slocum Joe's? Das soll ein Donutladen sein? Nicht so... Wo ist denn Dicken hin? Dicken? Aluminiumdose? Habe ich jetzt was falsch gemacht? Hätte ich nur... Wo sind die denn? Daten. Spionage. Verlasse das Switchboard. Okay. Ich bin draußen. Dicken, wo bist du denn? Habe ich ihn jetzt verloren? Oder muss ich... Was ist hier in dem Koffer? Ein Sauberblatt. Ah, da bist du ja. Hallo, Dicken. Na? Okay, also zählt noch nicht als verlassen, Sasse? Hier müssen wir jetzt hin. Commonwealth. Im Kampf verlässt sich das Polizeimodell des Protektron auf starke Nahkampfangriffe und schmerzhafte Elektroschocks. Yay. Apigosit, geil.
So. Da ist er, der Polizeiprotektron. Hast du eine Waffe lieb gewonnen? Dann gib mir doch an einer beliebigen Waffenwerkbank einen eigenen Namen. Geil, stimmt, wir mal. Oh, wir müssen nach Hause. Nach Hause. Schön, das haben wir geklärt. Trifft Deacon bei der Old North Church. Wirklich? Muss jetzt wieder hin? Dogmeat hat einen Gegner entdeckt. Ja, ja. Was denn jetzt, Deacon? Hey, Deacon. Wir haben, was wir wollten. Teilen wir uns auf und treffen uns in den Katakomben. Na gut. Gute Arbeit. Wir waren ein gutes Team. Das Beste. Wir sehen uns. Alles Klärchen, Pupärchen. Manö, sieht sich. So, ich höre den Turm. Hätte ich den vielleicht doch abschalten sollen? Oh, Sens. Finde ich gut. Süßkuchen. Ist da jemand anwesend? Bisschen. Aha. Ich würde gerne auf jemand anders schießen. Nee, nicht auf die Splittermine. Auf den würde ich ganz gerne schießen. So. Oh, das sind ja ein paar hier. So, ihr seid andersrum gegangen, oder was? Ach, hier ist gar keine Tür. Boah, hat der gerade einen Bodyslam gemacht mit Deacon? Krass. Krass. Ich liebe das, wenn so Nicht-Wrestling-Spiele Wrestling enthalten. Stehe ich sehr, sehr drauf. So wie bei, wisst ihr noch, Mordors Schatten? Wo man die Chokeslammen kann, die Orks. Finde ich geil. Finde ich richtig Deluxe. Oder bei Blood Bowl, wo die, wie heißen sie denn? Die Chaoskrieger Dropkicks machen? Voll gut. Okay, hier geht's anscheinend nicht hoch. Ist noch nicht so wichtig. Hoppchen. Oh, das war nicht so gut, aber... Achso, das war Deacon. Rennt da einfach in die Mine rein. Nulpe. So, wir machen mal hier den Lampignon an und suchen hier alles ganz genau ab. Seht ihr, Kronkorkenvorrat, den braucht man nämlich dringend. Da hinten liegt noch eine Splittermine, Deacon. Lauf da nicht wieder rein. Sagte er und wird wahrscheinlich in 2 Minuten selber dort hineinlaufen. Oh, Deacon räumt den Weg frei. Ja. Da, Splittermine. Splitter. Noch eine Splittermine. Deacon hat sich immer hingelegt. Hey. Ich glaube, deine Beine sind kaputt. Kann das eventuell sein? Hockt er da? Hey, na? Und sonst so? Krasser Typ. Gib sie her. Hat sie. Dann können wir eigentlich auch schon wieder abhauen, wa? So, wir müssen ganz dringend nach Hause für unsere Waffen. Nicht vergessen. Und dann können wir auch... Wir haben auch ziemlich viel Kram dabei, glaube ich. Wenn du Jetsune nimmst, tauchst du in einen veränderten Bewusstseinszustand ein, in dem die Zeit anscheinend langsamer läuft, sodass du vorübergehend mehr Aktionen durchführen kannst als normal. Kinder, Finger weg von den Drogen. Keine Macht, den Drogen. Auch kein Jet, um die Zeit mal ein bisschen zu verlangsamen. Du kannst deine... Warum sind immer noch so duster? Wir sind doch gerade schnell geriesen. Geriesen? Wirklich, Finn? Ich glaube eher nicht. Transferation. Rechtmäßige Herrschaft. Guck mal, fast 1000 Muni für die rechtmäßige Herrschaft. Nehmen wir mal mit. Und unsere Bleipuste legen wir mal weg. So. Huch. Und dann gehen wir... Warte, Dogmeat, komm mal her. Dogmeat, komm mal hierher. Hierher. Hier drüben. Hier drüben. Dogmeat. Ja. Na also. Guter Hund. Braver Hund. So, gib mal den Kram hier. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, Hunderüstung und Stachelhalsband. Frühstück. Und Transferation. Gesamten Schrott lagern, bitte. Dankeschön. Und schon haben wir wieder ein bisschen Platz, aber wir sind immer noch voll beladen, Alter. Alter! Können wir mal einen Chemikalienschutzanzug weglegen? Hm.
auch weg. Wir brauchen das nicht mit rumtragen, ne? Kann auch weg, so. Ja. Huch. So. Bist du schlauer auch? Preston spricht hier durchs Haus mit mir, dass meine Sachen nach Schrott aussehen. Wenn ich das nicht selber wüsste, dass die nach Schrott aussehen. Ich habe ja auch schließlich auf gesamten Schrottlagern gedrückt. So, wir reparieren direkt hier wieder schön das Ding. So. Beautiful. Und dann verlassen wir die Station. Leave the station. Und jetzt. Jetzt bin ich gespannt auf den Erlöser hier. Modifizieren. Und zwar nehmen wir natürlich den besten, den wir können. Mächtiger Verschluss 6. 46 Damage. Wird's mir rollen? Krass. Krass. Krass geil. Nehme ich. Kurzer Lauf, schmutzer Lauf. Immer natürlich einen erweiterten Lauf. Was bringt der? Reichweite bringt der. Nimm wir. Do it. Standardgriff. Scharfschützengriff. Erhöhte Rückstoßdämpfung. Präzision aus der Hüfte. Oh, unser Kleber geht zur Neige. Müssen wir vielleicht gleich mal welchen kochen. Schalldämpfer. Außergewöhnliche Rückstoßdämpfung. Ja, können wir behalten, ne? Machen wir ein Leuchtvisier drauf? Machen wir ein Leuchtvisier drauf. Klar, Leute. Schnelllademagazin oder... Großes Magazin oder Schnelllademagazin? Das sind Sachen, bei denen bin ich unentschlossen. Erhöhte Nachladegeschwindigkeit, okay. Und für den Griff haben wir jetzt keinen Kleber mehr. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir doch gar nicht, Leute. Verlass mal die Station, bitte. Und ich wollte jetzt noch... Genau, ich wollte noch was weglegen. Müssen wir einmal hier gucken. Und zwar... Was legen wir denn weg? Welche von unseren Waffen legen wir denn jetzt noch weg? Den Kämpfer vielleicht? Das Kampfgewehr? Oder... warte mal. Warum habe ich die... Die ist doch besser, oder nicht? Ich müsste nur diese ganzen Mods an die hier anbringen. Wartet. Modifizieren. Standardverschluss. Brauche ich wieder Zeug für? Wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Wartet mal, wartet mal. Ihr möchtet mal bitte warten, habe ich gesagt. Transfer. Und zwar müssten doch hier Jagdgewehr, Kampfflinte. Seht ihr? Da haben wir nämlich die Kampfflintenteile drin. Brauchen wir gar nichts neu herstellen. Weil ich so klug bin. So. Aha. Mod anbringen nämlich. Yep. So. Modifizieren. Da haben wir keinen. Warte mal. Warum haben wir einen kurzen Lauf hier noch dran? Kann ja wohl mal weg. So, vollständiger Kolben. Haben wir nicht. Kleber und Schrauben. Oh. Krass. Scheiße. Ja, Standardvisier. Das können wir noch anbringen. So. Keine Mündungsbremse. Haben wir auch. Supi. Beschleunigt Kampflinte. Schwerer Verschluss, gehärteter Verschluss. Haben wir beides. Warte mal. 65 Damage? Ist ja großartig. Nehmen wir. Verlängerter Lauf haben wir auch. Mod anbringen. Nice. Und Visier. Frontvisierring? Verbessern von... Oder Leuchtvisier-Frontring? Leuchtvisier... Okay. Daneben so. Jo, schön. Oh, schön Scharfschützengewehr auf Shotgun oder was? Hatte die keinen... Die hat doch ein... Ach so, da fehlen die Mats für den kurzen Kolben. Stimmt, das war das. Scheiße. Ich mag aber keinen kurzen Kolben haben. Kann ich nicht... Warte mal, wenn ich die verwerte... Kriege ich Holz und Stahl, verdammt. Brauchen wir aber nicht mehr.
Kriege ich jetzt... Kann ich noch irgendwas verwerten, wo ich Schrauben rauskriege? Zeig mal her hier. Werkstatt. Schaltkreise, Silber, Alu. Angel vielleicht? Nein. Zahnrad. Sieht nicht so gut aus, wa? Ich muss vor allem, ich brauche den ganzen Schrott gar nicht mit durchsuchen. Weil wenn wir das bei Schrott schon bei hätten, dann wäre das ja klar, ne? Kriegen wir nicht, ne? Mods. Jagdgewehr, Laser, Impro. Nein. Schade bisschen, ne? Na, ist dann so. Ist dann halt so. Transferation. Meine Mods. Meine Mods. Kann alles hier rein. Da ist doch ein kurzer Lauf. Warum konnte ich den nicht... Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Legiertes Metallbeinmod? Achso. Hm. Okay. Ich wollte aber auch noch... Guck mal. Hallo. Was? Gammel Carla. Hey. Hey, was willst du hier? Gammelst nie rum. Willst du handeln, mich ausrauben oder nach dem Weg nach Diamond City fragen? Willst du ein paar aufs Maul, was ich hier will? Dann lass mal sehen, was du so... Was ist meine Stadt, Fräulein? Von allem etwas. Leute, gibt's. Ein Fusionskerze, Nimmig. Hast du Schrauben, Mäuschen? Warte, Ladung. Ladung, Schrauben. 1000. Kriegen wir schon irgendwie hin, wa? Guck mal, 38er Patronen können wir erstmal... Ja, mit der 38er schießen wir sowieso nicht mehr. Komm, machen wir hier. Gib ihr 1000 38er Patronen. So. Und dann haben wir noch... Was haben wir noch? Auf Brennstoff finde ich auch nicht so geil, ne? Ja, kann weg hier. Buchrückgabemarken brauchen wir auch nicht. Nimm unseren Müll. Ich kann aber mal lieber sortieren. Hier haben wir noch was zum... Die Splitterminen. Die Granaten heben wir mal auf heutzutage, weil man weiß ja nie. Aber die Minen brauchen wir nicht. Ach, und einen Stealth-Boy müssten wir haben. Hilfsmittel. Stealth-Boy. Stealth-Boy, siehst du? 3 Stück. Hast du auch Kleber? Klebeband hat sie. Dann brauche ich kein Kochen, wisst ihr? Dann brauche ich kein Kochen. Hochleistungsmagnet... Brauchen wir nicht. Ist doch noch was anderes mit Klebermäuschen? Munition. Munition. Brauchen wir aber eigentlich auch nicht, wa? Nee, ist mir zu teuer, Munition. Wir finden auch genug Munition, sage ich euch. Das klingt euch verraten, ne? Leuchtfackel brauchen wir auch nicht. Schienenpistole brauchen wir nicht. Messinglaterne, Metalleimer. Molly. Zehn Stimpacks, ne? Keine schlechte Geschichte. Not a bad ID. Kostet 10, habe ich jetzt gar nicht geguckt. Wartet mal. Wartet mal, meine Lieben. Wartet mal. Wartet mal kurz. Jetzt wartet halt kurz. 25 Schrauben. Kosten 500 Mark oder was? Ja. Und der Tischventilator kostet wesentlich weniger. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ne? Ja. Genau so nämlich. Da kaufe ich lieber ein bisschen Schrott und mache mir den selber. Was haben wir denn hier? Mit Mündungsbremse. 45er Impro-Pistole. Sind die nicht verkehrt? Den gib hier noch den Stimpacks, Mäuschen. Nehme ich. Zack. Und dann kann ich hier noch was aufdrücken. So. Und zwar... Haben wir noch Drogen? Buffout. Siehste? Jet. Siehste? Peter, Peter. Mandads. Hier. Kannst du haben. Haben wir niemanden mehr, der das haben wollen täte. Arme Mama Murphy. So, Radix. Wir haben 49 Redway. Brauchen wir kein Radix.
Tatutierbiere, das war's schon. Siehst du, kriegen wir noch 8 Mark. Nehmen wir. Jetzt mal angenommen. Schwuppdiwupp. Mach's gut, Gammelkala. So, Transferation. Gesamten Schrott lagern. So. Und herstellen. Jetzt gibt's für den Erlöser hier noch... Hast gelogen. Für unsere beschleunigte, gehärtete Kampfflinte gibt's immer noch keinen vollständigen Kolben, weil uns 2 Kleber fehlen. Dann müssen wir uns doch noch Kleber kochen gehen. Und dafür brauchen wir... Ich hab's vergessen. Wartet mal, wir haben noch hier eine Kochstation drin. Dazu brauchen wir... Kochherd. Verwertbares. Aufbereitetes Wasser haben wir. Mais haben wir. Mutterbeere haben wir. Tato. Müssen wir Tatos holen. Mutterbeere... Was? Mutterbeere, Mais, Tato. Okay, weil dieser ewige Klebermangel nervt ja. Also, finde ich dann ganz gut, dass es hier... Geh doch mal weg, ja. Finde ich ja ziemlich gut, dass es hier die Möglichkeit gibt, einfach, unglaublich, dann sich Kleber zu kochen. Scheint wirklich was zu werden. Ihr hättet sie aufhalten sollen. Willst du mir jetzt Vorwürfe machen, Mäuschen? Hey. Willst du... Ich will nur ein bisschen handeln. Willst du über diese Straße wirklich gehen, Marcy? Jammern, wenn es nichts mehr zu jammern gibt? Ah ja, verstehe. Mach das aus Prinzip. Alles gut. Ich verzeihe dir. Leute, die aus Prinzip jammern dürfen. Wenn du jetzt jammern würdest, weil es dir schlecht geht, nee. So. Kleber, Kleber, Kleber. Wunderbar. Ich hab sogar noch richtige Erfahrung hier. So. Und jetzt Herstellisierung. Und beschleunigt gehärtet Kampflinte, bitte. Vollständiger Kolben oder Präzisionskolben? Brauchen wir den Präzisionskolben? Stoßdämpferkolben. Ich glaube, der vollständige Kolben reicht uns. Und den finden wir auch schicker. Der ist shotgunniger. Gut, meine Lieben. Haben wir mal wieder ein bisschen was geschafft hier zu Hause. Achso, wir müssen noch... Wartet. So leicht kommt ihr mir nicht davon. Wir müssen nämlich noch den Erlöser auf die 2 legen. Nee, gar nicht wahr. Auf die 2 kommt die beschleunigt gehärtet Kampfflinte. Und der Erlöser kommt auf die 4. So nämlich. Ah, und? Jetzt wird's kriminell nämlich. Kommt auf die 6. So. Zeig her. Auf der 1. Unser Sturmgewehr. Auf der 2. Die Kampfflinte. Auf der 3. Das Kampfgewehr. Auf der 4. Der Erlöser. Bisschen geil, ne? Auf der 5 unser Schneipi und auf der 6 Laserwumme. Ach, haben wir aber noch gar nicht geguckt, ob wir da noch was Neues machen können. Rechtmäßige Herrschaft. Modifikation. Seht ihr? Können wir nichts machen hier. Haben wir eh schon, aber. Strahlstreuer. Auch irgendwie geil, ne? Was ist denn eine Gyro-Auskreislinse? Aha. Oh, da geht der Damage hoch. Achso, ist der Strahlstreuer. Na gut, wir haben jetzt eh keine Mats mehr. Können wir uns beim nächsten Mal vielleicht noch drum kümmern. Ist ja gut genug, unsere Laserwumme, wa? Also, meine Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Überlege mir, was wir beim nächsten Mal so Schönes machen. Und sage, bis zum nächsten Mal. Tschüssli, Müsli.